In diesem Video zeige ich euch mein Freizeitpark-Make-up. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Schminkvideo. Ja, viele von euch haben mir schon mal geschrieben, oh, kannst du mal zeigen, wie du dich schminkst, wie dein Make-up so lange halten kann in Freizeitparks. Wind, Wetter, alles hält, Achterbahn, du siehst immer noch sehr gut geschminkt aus. Und ja, dem Wunsch gehe ich jetzt nach und zeige euch, wie man hier dieses Make-up nachschminkt. Von Grund auf, also gleich seht ihr mich ungeschminkt, Vorwarnung, Triggerwarnung. Ich sehe nicht ungeschminkt so schön aus wie jetzt. Nein, jede Frau ist schön, auch wenn sie nicht ungeschminkt ist. Es ist halt ein anderer Look. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das gleich Schritt für Schritt. Kurzer Warnung, ich bin kein Beauty-Blogger. Das werde ich auch während des Videos, glaube ich, noch 10-mal sagen. Aber ihr sollt jetzt hier... Das ist mein Make-up, wie ich es benutze. Ich will auch keine Besserwisser-Tipps oder so. Oh, das geht aber gar nicht, wie du das machst. Es ist halt so, wie ich damit zurechtkomme. Und ich es euch zeigen möchte. Dann würde ich sagen, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Achso, ja, nochmal, das habe ich auch in den Videos gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, ne? Es ist alles selbst gekauft, alles Produkte, die ich gerne benutze. Ja. Und ich würde sagen, jetzt der ungeschminkte Look. Beginnen wir mit meinem Schminkritual. Wie gesagt, ich bin kein Beauty-Blogger. Ich bin... Was Schminken angeht, liebe ich immer bei denselben Sachen zu bleiben. Ich mag keine Veränderungen. Wenn mir was gut steht und ja, ich mich in was wohlfühle, dann behalte ich es auch so gut, wie es geht, bei. Und bin jetzt nicht der große Make-up-Tester. Manchmal hier und da, wenn irgendwie was gerade Trend ist, dann kaufe ich mir das auch. Aber ja, so viel dazu gesagt. Und es ist auch hier nichts irgendwie bezahlte Werbung oder so. Das sind alles Produkte, die ich mir selbst gekauft habe. Und die ich euch jetzt vorstellen werde. Ja, ich fange immer an gern mit der Lippenpflege. Da habe ich einfach so einen Lip Balsam. Man muss dazu sagen, ich gehe jetzt auch nicht so ganz behutsam mit meinen Sachen um. Sieht nicht immer alles sehr schön aus. Aber ja, das ist der Lippenbalsam, den ich benutze von Badefee. Ein Kokoslippenbalsam. Und den schmiere ich gerne zuerst drauf. Dann natürlich creme ich morgens immer mein Gesicht ein. Mit einem Serum oder mit einer Creme. Im Sommer benutze ich tatsächlich sehr gerne hier die Gesichtscreme von Nivea. Mattierender Sonnenschutz in Lichtschutzstärke 30 oder 50. Für Orlando habe ich jetzt auch 50 mitgenommen. Das Gute ist, er mattiert. Das heißt, man glänzt nicht wie ein Honigkuchenpferd. Den brauche ich aber heute nicht, denn ja, das ist nicht so ein starker Sonnenschein. Dann, welchen Primer ich sehr gerne nutze oder Primer. Ich stelle euch mal verschiedene Sachen vor. Ist einmal hier der von NARS. Den benutze ich sehr gerne. Das ist der Radiance Primer mit 35 Lichtfaktor. Und Wet n Wild Impossible. Der ist natürlich aus Amerika. Den habe ich mir im Januar gekauft. Auf Empfehlung von meiner Freundin, die immer Beauty-Influencer geguckt hat. Und den finde ich ganz gut. Und halt den NARS. Das sind die zwei, die ich recht regelmäßig benutze. Wir verwenden heute mal den NARS. Viele von euch haben mir gefragt, wie kann dein Make-up so lange im Freizeitpark halten und so. Also, ja, ich, wie gesagt, benutze mal dieselben Sachen. Und den Primer benutze ich immer in der T-Zone. Also, wie gesagt, ich bin da kein Profi. Wahrscheinlich kommen jetzt hier die Schminkexperten um die Ecke. Ich muss mal übrigens mein Licht hier schon mal anmachen. Ich habe hier so eine Mini-Lampe. Also wahrscheinlich kommen dann hier irgendwie die Schminkexpertinnen, Make-up-Artists um die Ecke und sagen, oh Gott, warum machst du das so? Wie kannst du das denn nur so machen? Aber es funktioniert bei mir und ja, ihr könnt mir gerne da alles unten in die Kommentare schreiben. Verbesserungsvorschläge, ich kann sie ja dann versuchen umzusetzen. Ja, nach dem Primer kommt natürlich das Make-up. Ich trage mein Make-up immer mit so einem... mit so einem Make-up-Schwamm auf. Da habe ich jetzt diesen vom Primark. Das waren die Disney-Edition, aber ich habe auch gerne die von Real Techniques. Die habe ich hier noch. Die sehen so aus. Genau. Die mache ich dann immer feucht und ja, trage damit mein Make-up auf. Welches Make-up ich benutze? Ich habe zwei verschiedene Make-ups. Das hier benutze ich sehr gerne in Freizeitparks.
Das ist Dior Forever Undercover in der Farbe 30. Das wirklich hält Bombe für Freizeitparks, Allwetter, 24 Stunden Full Coverage, steht auch drauf. Was ich auch noch sehr gerne benutzt habe, ist aber gerade leer, ist das von Lancôme. Das ist das Ultra Wear in der Farbe 3. Wie gesagt, ist aber gerade leer und ich habe mir gerade das Dior nachgekauft. Die sind halt nicht günstig und deswegen muss ich mal gucken, welches ich da gerade benutze. Und aber die halten sehr, sehr gut. Ich habe jetzt noch eine günstigere Alternative aus dem DM und das ist L'Oréal Perfect Match. Da habe ich die Farbe 16, nee, 5D, 5W. Warte, Moment, so sieht man das, glaube ich. Wie gesagt, eine super günstige Alternative trage ich auch immer im Alltag. Also die hier, die teuren, trage ich tatsächlich nur in den Freizeitparks, wo das Make-up auch wirklich lang halten muss, wo ich auch Filme und Fotos mache und das hier benutze ich sehr gerne im Alltag. Dann habe ich halt letztens jetzt auch noch was aus Instagram mich ein bisschen influenzen lassen, und zwar von Estée Lauder Double Wear. Und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute gesehen, die super auf das Make-up schwören. Ich habe das auch schon ein bisschen getestet. Ich finde es gut. Ich habe jetzt hier die Farbe 2C1 Pure Beige. Das Problem bei diesem Make-up ist nur die Dosierung. Das hat keine. Seht ihr, das ist einfach nur so. Man muss das dann irgendwie umschütten, also so, ne, raus. Und dann kommt da irgendwie zu viel oder zu wenig. Also ich finde die Dosierungsmöglichkeiten mit dem Make-up nicht so ideal. Aber deswegen würde ich sagen, benutzen wir heute das von Dior. Das werde ich auch mit nach Orlando nehmen. Und ja. Manchmal sind die Sachen aber auch bei Douglas oder so stark reduziert. Oder es gibt irgendwie Glamour Shopping Week oder so. Da könnt ihr auch die Sachen relativ günstig kaufen. Aber ich kann schon verstehen, dass viele sagen: Boah, nee. Also ein Make-up für 30 Euro, das ist es mir dann auch nicht wert. Aber ich benutze es eigentlich jetzt nur, wenn ich wirklich was Besonderes habe, zu besonderen Anlässen oder halt in Freizeitparks. Im Alltag reicht mir auch das von L'Oréal. Aber jetzt gerade für die Demonstration, ihr wollt ja meinen Freizeitpark-Make-up sehen, gibt es das Dior. Das kann man auch sehr gut auftragen. Und mit dem Schwamm gibt es halt alle möglichen. Vorlieben, Pinsel, Hände, Schwamm, aber mit den Händen, das mag ich gar nicht. Dann bappt das dann überall so und ja, ist nicht mein Favorite. So. Versuche das so gut es geht zu verteilen. Hals, Ohren, meine Problemstellen hier am Kopf. Das war schon so lange. Leichte, haarfreie Zonen. Ist halt so, ne? So, dann benutze ich einen Concealer. Und zwar, da benutze ich immer den von Maybelline. Der ist auch so ein Klassiker. Das ist der Instant Anti-Age-Löscher Multi-Use Concealer. Gibt es bei DM und sonst wo. Ja, da habe ich, glaube ich, die Farbe. Weiß gar nicht. Ich glaube, die 1, also die hellst, in den hellsten Ton tatsächlich. Und dann mache ich halt immer so ein bisschen was unter die Augen. Und wenn ich jetzt Pickel hätte, noch auf den Pickel. Man kann auch, ich weiß, dass man Concealer noch an anderen Stellen benutzt, aber wie gesagt, das ist so, wie ich es benutze und wahrscheinlich völlig falsch. Ich weiß auch, dass ich meinen Bronzer später falsch oder nicht überall richtig einsetze. Das hat mir Brina und Dara ja auch schon gesagt, aber man hat halt so alte Gewohnheiten, ne? So, jetzt nehme ich mal einen Pinsel und da habe ich auch zwei verschiedene Puder, die ich dann drüber mache. Und zwar die günstigere Variante ist von Maybelline. Da habe ich das Fit Me Matte and Poreless Puder. Ich brauche mal matte Puder, weil ich immer irgendwann glänze wie ein Honigkuchenfilter. Honigkuchenpferd meine ich nicht, Filter. Die teure Variante ist die von Fenty und zwar die Fenty Beauty Pro Filter. Ist auch ein mattes Puder Foundation. Da ich die in den Freizeitpark und die nehme ich eher für den Alltag, nehme ich wieder die von Fenty. Und da pudere ich einfach mal komplett mein ganzes Gesicht ab.
Ja, ich war immer sehr verdutzt, wo, wenn Leute mir geschrieben haben, ja, kannst du mal zeigen, wie du dich schminkst? Das sieht immer so toll aus. Und ich denke mir, das ist nichts Besonderes. Ich bin mir auch sehr schnell im Schminken tatsächlich. Also, wenn ich jetzt nicht mit Film würde und so, ich glaube, 20 Minuten max brauche ich für mein Make-up. Ich bin da schon relativ routiniert und wie gesagt, probier nichts Neues aus, ungern und benutze immer dieselben Produkte. Dann mache ich eigentlich immer entweder die Augenbrauen oder Lidschatten. Also im Alltag benutze ich nie Lidschatten oder sehr selten. Und auch die Augenbrauen mache ich mir nicht so dunkel, wie jetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin für Fotos und Freizeitparks, weil die Kamera natürlich immer sehr, sehr viel von dem Make-up auffrisst. Aber wir sind ja beim Freizeitpark-Make-up, deswegen gibt es dunkle Augenbrauen. Da habe ich bisher immer von Benefit diesen von Benefit K-Brow benutzt. Übrigens kann ich euch auch alles unten mal verlinken in der Infobox, wenn ihr davon irgendwas nachkaufen wollt. Also normalerweise habe ich den mehr benutzt, Farbe 4. Aber ich habe jetzt seit neuestem, habe ich jetzt bei DM entdeckt, von L'Oreal Unbelievable Brow. Das ist hier so eine, hier sieht aus wie eine Wimperntusche und dazu gibt es noch hier so einen Pinsel und so ein Bürstchen. Und der ist sehr dunkel. Ich habe jetzt hier die 109 Ebony. Und ja, aber den tragen wir mal auf. Wie gesagt, er ist sehr dunkel und man muss schon gut damit umgehen können. Und dann macht man hier erstmal so ein bisschen, das ist so eine Gel-Textur. So ein bisschen auf die Augenbrauen. Mal ein bisschen so halb im Spiegel, halb in der Kamera. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich mache auch immer eine Seite, weil nach 90 Sekunden wird er auch fest und trocknet. Und dass es nicht trocken wird, machen wir da erstmal die eine Seite. Und dann nimmt man hier dieses Bürstchen, konturiert das. Man kann natürlich dann noch mit dem Q-Tip nacharbeiten. Am Anfang war das wirklich eine Katastrophe mit dem, aber ich werde immer besser. Immer routinierter. Also, und dann nimmt man das andere Bürstchen und kämmt nochmal durch. Ich mag das, wenn die Augenbrauen so dunkel sind. Färbt mir die Haare die Tage nochmal tatsächlich noch ein bisschen dunkler für unseren Trip. Und ja, ich mag das, wenn die Augenbrauen so dunkel sind. So, jetzt habe ich die eine Seite fertig und hole mir noch einen Q-Tip. Ich mache das immer mit meiner Spucke. Das ist ja mein Körper. Und genau, dann mache ich hier noch so kleine Ausbesserungen. Aber wie gesagt, ich bin da schon sehr, sehr viel besser geworden. Ja, so sieht jetzt die eine Seite aus. Ihr seht dann den Unterschied. Und jetzt machen wir noch die andere Seite. Andere Augenbraue ist auch fertig. Jetzt hier musste ich ein bisschen mehr ausbessern. Und dann gehe ich dann mal kurz so ein bisschen. Weg war der Pinsel. Ja, ich sitze hier übrigens in meinem Ankleidezimmer. Ja, dann gehe ich ein bisschen so mit dem Puder drüber, um das so ein bisschen zu fixieren. Genau. So, meine Augenbrauen sind jetzt fertig. Jetzt kommt noch der Lidschatten. Da bin ich tatsächlich auch immer, ich benutze seit Jahren eigentlich immer denselben Lidschatten und habe eigentlich auch immer nur, also hier so Brauntöne, das ist jetzt hier von MAC, auch schon wie gesagt sehr alt, sieht nicht mehr so ansehnlich aus, aber ja, den benutze ich sehr gerne, die Brauntöne. Dann hier die von MAC, das war die Aladdin-Edition, so Rosatöne, ihr seht, da ist auch schon sehr viel benutzt worden. Ansonsten, was habe ich denn noch für Paletten hier? Ich habe dann noch mehr Paletten, aber ich bin dann irgendwie immer zu faul, benutze dann immer doch dieselben Sachen. Das hier ist auch noch so eine Palette von MAC, die ich gerne mal benutzt habe oder benutze zwischendurch. Ja, es kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Hier, die würde ich halt dann tatsächlich eher im Winter benutzen. Habe ich noch andere anderen Lidschatten, der jetzt nicht so. Hier habe ich noch einen aus England, aus Amerika. Von Elf habe ich aber noch nie benutzt. Ja, aber ich mag halt so Erdtöne und alles, was so, ja,
ja, zu vielen Outfits passt und dann halt sonst rosa. Aber wir machen jetzt heute mal die Brauntöne. So, dann benutze ich immer eigentlich vier Pinsel. Und fange mit der Base an. Die mache ich immer relativ hell. Und dann benutze ich immer entweder den oder den Ton. Und das mache ich dann übers komplette Auge. Also über das Lid. Und irgendwie ist mir in letzter Zeit, seit jetzt ein paar Monaten, sind mir meine Schlupflider aufgefallen. Also jetzt geht's, weil ich nicht müde bin oder ne, genug geschlafen habe. Aber das hat aber wahrscheinlich jeder. Gibt es Tage, wenn man wenig schläft oder halt, wenn man ne, viel im Freizeitpark unterwegs ist, wenig schläft, dann sind die Schlupflider extremer, ausgeprägter. Und ja, mittlerweile sind die mir schon aufgefallen und so langsam stört es mich auch schon tatsächlich so ein bisschen. Und habe dann gegoogelt, was man so machen kann. Und dann habe ich also auch so Schminktechniken entdeckt. Also, ne, ich mache jetzt noch keine Schönheits-OP oder so. Aber irgendwann, wenn es noch schlimmer wird, würde ich das tatsächlich auch in Betracht ziehen, da mir die operieren zu lassen. Weil es mich dann schon an der Ästhetik stört und auch beim Schminken beeinträchtigt es einen. Und ja, aber das ist meine persönliche Meinung, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bis dahin nutze ich diese Schminktechnik, die ich jetzt auch benutzen werde. Die kann man noch perfekter machen, aber für mich reicht es erstmal. Und die zeige ich euch, aber ich zeige euch auch, wie ich mich, also wo ich mich vorher geschminkt habe. Aber die Base ist erstmal dasselbe. Ich mache erstmal um die kompletten Lider mache ich erstmal eine Base. Und dann benutze ich tatsächlich einen dunklen Ton. Und jetzt hätte ich tatsächlich den Pinsel schon genutzt für mit so einem dunklen Ton hier. Und hätte jetzt hier so in der Lidfalte, aber nur außen, hätte ich mich jetzt dunkel geschminkt. Das verkleinert aber das Auge, wie ich jetzt dann erfahren habe, vor allem wenn man Schlupflider hat. Und wenn man Schlupflider hat, sollte man sich da entsteht ja hier so eine Falte, seht ihr das? Und man sollte dann auf dieser Falte schminken. Also man sollte eine neue Lidfalte malen sozusagen mit dem dunklen Lidschatten. Und dass man das, also man sollte dann auf der Lidfalte dann das dunkler schminken, so, aber so ganz dezent. Deswegen nutze ich jetzt hier so einen kleinen Pinsel. Ist irgendwas umgefallen bei mir? So einen kleinen Pinsel nutze ich jetzt dafür. Nehme so ein bisschen von dem Dunklen und mache ganz vorsichtig. Das muss ich dann auch später noch verblenden. Aber genau, da kann man. Man muss im Prinzip eine neue Lidfalte sozusagen malen. Aber wie gesagt, gerade ist bei mir gar nicht so schlimm. Vor allem rechts ist tatsächlich bei mir schlimmer als links. Und durch die Schlupflider, das ist mir auf Bildern auch schon aufgefallen, dass bei mir ein Auge immer kleiner wirkt als das andere. Und das ist tatsächlich an meinem rechten Auge liegt das, an dem Schlupflid. Aber wie gesagt, das ist gerade Meckern auf hohem Niveau. Ich kann mich sonst tatsächlich glücklich schätzen. Ich habe keine Augenringe oder keine dunklen Augenringe. Klar, irgendwann, wenn ich jetzt 5 Tage durchmachen würde, würden auch irgendwann Augenringe entstehen, aber da muss ich sagen, bin ich tatsächlich sehr gesegnet. Irgendwas muss ja dann immer kommen und mit Schminktechniken kann man das ganz gut ausmerzen, hier diese Schlupflider, obwohl jetzt auch mein Lidstrich, den ich gleich mache, jetzt auch nicht so ideal ist für Schlupflider, aber irgendwie an dem möchte ich noch dran halten. Genau, jetzt nehme ich diesen Pinsel, den ich eben benutzt hätte und verblende das so ein bisschen. Dass das nicht so krass aussieht. Also wie gesagt, das Dunkle mache ich jetzt höher. Früher habe ich es hier weiter unten gemacht, aber man sollte das Lid halt hell lassen. Also das bewegliche Lid heißt es, glaube ich. Sollte man hell lassen und dann oben drüber eher so ein bisschen dunkler machen. Wie gesagt, das habe ich alles mal gehört, in YouTube-Videos gesehen. Ich bin da keine Expertin. So, jetzt sieht das so aus. Sieht man das? Ja. Und dann mache ich jetzt nur noch ein bisschen was mit hellerem Ton. So ein Highlight. Jetzt ist schon wieder irgendwas runtergefallen. Jetzt nehme ich hier so einen anderen Pinsel und nehme hier so einen Goldton. Und gehe damit unter die Augenbraue. Das so ein bisschen aufhält.
Es vergrößert auch nochmal so ein bisschen das Lid und mach's hier in den Augenwinkel rein. So. Genau. So sieht das dann aus. Wahrscheinlich sieht man überhaupt nichts. Sieht man das? So ein bisschen so ein leichter Schimmer hier und hier. Dann benutze ich meinen weißen Kajal. Den habe ich jetzt auch von MAC letztes Jahr gekauft. Ja, Snow Way heißt der. Und damit gehe ich in das Auge rein und male die Augenlider weiß an. Das vergrößert auch nochmal das Auge. Das ist aber ein sehr aufwendiges Make-up, was ich jetzt mache. Im Alltag mache ich das Ganze mit Lidschatten und hier mit diesem Kajal mache ich das gar nicht im Alltag. Also im Alltag, wenn ich auf die Arbeit gehe oder so. Das Make-up, ja, das bleibt. Und auch gleich der Lidstrich und der Lidschatten. Der Lidstrich und der Mascara. Aber ich klebe mir auch keine Wimpern im Alltag. Mache ich nur, wenn ich unterwegs bin. So, jetzt habe ich so ein bisschen reingemalt. Jetzt kommt mein Lidstrich. Und da benutze ich gerne den. Jetzt wollte ich euch das gerne zeigen. Jetzt ist das Ding aber abgeflogen. Tja, ich hätte noch einen Primer benutzen können für den Lidschatten, aber ich bin dann tatsächlich nicht so ein großer Fan von Primern. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Es ist verschollen. Aber ich habe die neue. Nee, habe ich nicht. Also, ich benutze als Lidstrich gerne den von L'Oreal, den Flash Cat Eye bei Superliner. Komm, fokussier. Genau. Und der hat hier oben normalerweise noch so einen Zacken drin, den man als Schablone nutzen kann, wenn man den Lidstrich nicht selber zeichnen kann. Ich kann es, wahrscheinlich kommt gleich der Vorführeffekt und es sieht total nicht gut aus. Aber normalerweise ist dann hier so ein Ding drin und den kann man dann hier als Schablone so dranlegen und danach zeichnen. Dann ist auf jeden Fall Lidliner, heißt es doch, ne? Also Lidstrich auf jeden Fall garantiert. Ich nutze immer einen Liquid-Lidstrich und der sieht so aus, die Spitze. Sieht man das? So. Und dann male ich das einfach mit der Hand. Mittlerweile, wie gesagt, kann ich das ganz gut, aber ich kann jetzt nicht reden. Ja, der ist von DM. Normalerweise habe ich auch gerne den von Benefit benutzt, den Roller Liner. Aber das Problem ist, wenn ich Lidschatten trage, ist der mir, also dann malt der nicht gut, wenn ich Lidschatten drauf habe. Wenn ich nur ein blankes Lid habe, ist es okay. Aber sonst, die sind immer ganz gut. Ansonsten benutze ich auch mal. Was habe ich denn noch hier drin? Hier so einen. Wenn ich Lidschatten benutze, weil der dann richtig gut abdeckt. Halt so einer mit. Huch, falsch rum. Gleich läuft es noch raus. Hier mit so einer Kartusche unten. Aber da finde ich die Rigas tatsächlich zu scheiße. Zeichnen als mit so dem. Also, ne? Habe jetzt gezeichnet. Seht ihr das? Der eine ist ein bisschen höher als der andere, aber das können wir jetzt erstmal verzeihen. Als Mascara benutze ich immer den Maybelline Colossal. Schon seit Jahren mein Favorite. Ich habe auch hier und da mal andere probiert. Ich habe jetzt hier auch nochmal von Maybelline Sky Sensational. Den benutze ich tatsächlich nur auf dem, wenn dann nur oben, weil ich in letzter Zeit festgestellt habe, wenn ich nicht Colossal benutze, unten färbt es immer ab. Da habe ich immer so schwarzen Rand unterm Auge und das hat mich immer tierisch genervt. Und deswegen der Colossal würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es auch bei DM. Ist so eine, schon seit Jahren so eine Marke. Ja, und dann tue ich mir einfach jetzt die Wimpern. Die Wimpern. Doch, sind Wimpern. Also ich könnte jetzt auch den Colossal oben benutzen, aber wir benutzen jetzt immer oben den von Maybelline. Aber unten auf jeden Fall Colossal, weil es färbt es ab. Ja, um die Augen sind wir jetzt eigentlich fertig. Am Ende kommen dann noch die Fake Lashes drauf. Aber so ist jetzt mein Augen-Make-up. Jetzt kommt noch Rouge, Bronzer und Highlighter. Und dann sind wir schon fertig mit dem Make-up. Suche ich gerade mein Rouge. Genau, da bin ich auch schon seit Jahren bei
Catrice, den gibt es auch bei DM, ich weiß, also den habe ich auch schon ewig. Blushbox, die Nummer 10, Dolce Vita. Wie gesagt, da ich teste sehr selten anderes Rouge, anderen Bronzer oder anderen Highlighter. Da bleibe ich fast immer bei denselben. Ja, da habe ich hier so ein Pinsel, ne? So ein Rouge-Pinsel und dann mache ich hier so ein bisschen komische Grimassen und trage dann Rouge auf. Bronzer ist bei mir auch schon All-Time-Favorite. Ich nehme gerade meinen Pinsel. Ist, jetzt heißt das hier die Mini-Version, der von Benefit, der Hoola. Ihr merkt, ich bin schon so bei so Marken, bei manchen Marken so recht schon vernarrt. Aber wie gesagt, der ist mein All-Time-Favorite-Bronzer. Und den müsste ich jetzt irgendwie auch hier oben irgendwie drauf machen, aber da bin ich irgendwie raus. Ich mache den hier mal so unten auf die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also oben drüber kommt dann noch der Highlighter. Aber ihr seht, mit Fachbegriffen ist das nicht so. Und dann mache ich hier noch ein bisschen so um die Nase, dass ein bisschen die Nase kleiner wirkt. Ja. So. Fertig. Bronzer. Und dann kommt noch der Highlighter. Da habe ich auch den von Benefit, und zwar den Cookie. Habe ich auch All-Time-Favorite, aber was ich auch gut finde, ist mittlerweile, wenn ich jetzt unterwegs bin, nehme ich gerne den mit. Den habe ich auch aus Amerika, von e.l.f. Da ist jetzt auch ein Highlighter und ein Bronzer dabei. Und waren auch recht günstig, hatten wir ja, glaube ich, im Walmart gekauft. Also die sind auch ganz gut und sind halt kleiner als jetzt diese großen Packungen. Ja, und den Highlighter setze ich dann immer ein bisschen über den Bronzer auf die Nase. Ein bisschen. Und dann auf der anderen Seite. Ja. Das war's. Dann kommt jetzt noch der Setting Spray. Achso, was benutze ich denn da? Von Urban Decay All Nighter nutze ich da. Aber ich weiß auch, den habe ich auch, Pina und Nina schwören auf ein Puder von Kiko. Und das ist das Invisible Touch. Das ist so ein weißes Puder. Das kann man dann auch besser, wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Handgepäck fliegt, mitnehmen. Das ist auch super zum Fixieren. Aber ich benutze das. Ja. Und dann kommen jetzt noch gleich die Fake Lashes und der Lippenstift. Beim Lippenstift habe ich tatsächlich, da bin ich nicht ganz so fixiert. Ich habe einige, die mir gut gefallen von Kiko. Das ist hier das Wonder Woman Lippenstift. Den liebe ich ganz doll. Dann von NARS, hier der rote, gefällt mir. Da haben mich auch viele gefragt, woher ich den habe. Von NARS Star Woman heißt der. So sieht der aus. Das ist halt richtiges Rot. Dann habe ich jetzt seit neuestem hier von Kylie hier diesen Lippenstift mit Lip Liner zusammen. Finde ich auch gut. Die halten auch lange. Und natürlich die von Maybelline, die matten, die finde ich auch gut. Die halten halt sehr lange, aber irgendwann trocknen sie halt krass die Lippen aus. Da ich jetzt aber heute nicht so viel mehr vorhabe, würde ich sagen, wir benutzen einen leichten Gloss. Obwohl, eigentlich muss ich auch das Make-up, ne? Vom Freizeitpark. Nehmen wir den von Kylie. Da habe ich ja irgendwie so ein... So. Das Gute bei den Kylie Jenner Lippenstiften ist, dass der Lip Liner automatisch dabei ist, wenn man das kauft. Ist aber auch nicht günstig. So. Lippenstift ist drauf. Achso, und ich würde jetzt eigentlich auch Kontaktlinsen tragen, aber die trage ich jetzt nicht. Deswegen kommt gleich wieder die Brille auf. Und ja, jetzt kommen wir zum Schluss zu den Wimpern. Da warte ich immer ein bisschen, bis meine Wimperndusche getrocknet ist. Ich trage immer trotzdem Wimperndusche drauf, falls die Wimpern irgendwann abfliegen sollten und ich nicht ganz nackt dastehe. Aber es ist noch nie passiert.
Ich habe immer die Wimpern von Red Cherry Eyelashes. Da packe ich euch den Link auch gerne unten in die Infobox. Und ich habe hier die Trace Wimpern. Die sind aber schon extrem. Die sind groß. Ich habe tatsächlich mal andere gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Auch von Red Cherry, aber die waren so ein bisschen kleiner. Nee, die habe ich nicht mehr. Harley hießen die, glaube ich, genau. Ich glaube, die hießen Harley. Aber ja, ich mag es irgendwie größer, auffallender. Deswegen seit neuestem die Trace. Ja, ich nehme dann immer den Kleber von, sieht man kaum mehr. Das ist schon richtig abgenutzt. Den Duo-Kleber, aber den grünen. Weil da muss man nicht warten, bis, also, ne, so normalerweise bei Wimpernkleber, wenn man den aufträgt, muss man kurz warten, bevor man die Wimpern aufklebt, bei dem hier nicht. Man kann, ich klebe dann, also ich mache dann den Rand der Wimpern immer mit Kleber. Und mittlerweile bin ich da schon sehr routiniert drin. Das geht bei mir rucki zucki. Ja, jetzt habe ich da hier. Ne, und dann klebe ich einfach die Wimpern auf. Ja. So sieht dann der Unterschied aus mit geklebten Wimpern und ohne. Und das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Und dann ist mein Make-up fertig. Mein Make-up ist fertig. Man kann am Ende noch mal ein bisschen in die Wimper. Hatte ich nicht so geklebt, wie man das möchte. Man muss also noch ein bisschen nachdrücken oder ein bisschen in Form bringen. Aber mich stören die Wimpern gar nicht. Die halten auch wegen dem Kleber alle Achterbahn und so. Also richtig gut. Am Ende mache ich dann noch mal ein bisschen Static-Spray drauf, Parfum. Und ja, bin dann fertig mit meinem Make-up. So sieht's aus. Richtig guter Beauty-Blogger bin ich. Ja, das war mein Tutorial zu meinem Freizeitpark-Make-up. Wie gesagt, ich bin kein Beauty-Blogger, aber da einige mich schon danach gefragt haben, ob ich mal zeigen kann, wie ich mich schminke, habe ich euren Wunsch erhört und habe ich das mal gezeigt. Aber ja, vielleicht könnt ihr euch ja den einen oder anderen Tipp doch auch abschauen bei mir. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!